Etwas Säureregulator gibt eine schöne Farbe. Jeder liebt den Geschmack von Geld. Hey, du wirst es nicht glauben. Ich habe eine Brühe aus dem ganzen Kram gezaubert. Weiß nicht, ob es Glück bringt oder eher irgendwie hochgiftig ist. Kann mir aber auch ganz egal sein. Gib das her! Hey, langsam, langsam! Du willst dich doch nicht an dem Hufeisen verschlucken. Wow! Schmeckt genau wie die von meiner Oma. Da ist dieses Kribbeln im Hals. Ich glaub, sie wirkt schon. Meine Spucke wird schon dicker. Wenn du meinst... Danke, Hicks. Ehrlich, ich bin der glücklichste Mensch auf Erden. Du weißt aber schon, dass du immer noch im Knast bist. Das ist jetzt mein geringstes Problem. Meine Arbeit als Trainer ist getan. Sieht so aus. Danke für alles, Coach. Du hast mir meine alte Form wiedergegeben. Du weißt, dass das nicht stimmt. Du warst nie wirklich weg. Ich habe dich nur daran erinnert, dass du immer noch Bruno bist. Und es auch immer bleiben wirst. Ich werde dich nie vergessen, Trainer Hicks. Danke, Bruno. Nur eins noch. Ja? Ich will jetzt das scheiß Frittierfett. Klar. Hier ist der Schlüssel zum Küchenschrank. Da ist das Fett drin. Na endlich. Schaust du dir meinen Triumph an? Nein. Etwas Dressing dazu? Wenn das Handbuch stimmt, ist dieser Topf gerade zu einer brauchbaren Bombe umfunktioniert worden. Hey, Charlie, bist du da? Also, bereit für den großen Knall? Wo hast du die denn her? Ich bin ein Mann mit vielen Talenten, Charlie. Auch wenn es nicht ganz einfach war, um ehrlich zu sein. Wow, ich dachte immer, du wärst nur ein dummer, fauler, übellauniger, kleptomanischer Bastard. Aber jetzt sehe ich, das mit dem Faul stimmt gar nicht. Egal. Bist du bereit, dass wir uns von hier verpissen? Schon seit ich hergekommen bin. Los geht's! Bringen wir's hinter uns. Randy kroch in die Freiheit durch einen 500 Meter langen Schacht, der so ekelerregend nach Scheiße gestunken haben muss, dass ich's mir nicht mal vorstellen kann. Vielleicht will ich's mir auch gar nicht vorstellen. 500 Meter. Das ist die Länge von 8 Millennium Falcons.
Etwas mehr als ein halber Kilometer. Wenn ich mir Randy vorstelle, wie er den U-Bahn-Schienen gen Westen folgte, muss ich immer noch schmunzeln. Randy Hicks, der durch den Scheißkanal gekrochen war, um am anderen Ende stinkend wieder herauszukommen. Randall Hicks war auf dem Weg nach Hause. Verdammt, ich musste das meiste meines Inventars bei der Flucht zurücklassen. Aber wenigstens bin ich jetzt frei. Guten Abend. Hey. Also, ich hoffe, wir sind nicht verheiratet oder so. War das eine Antwort? Weißt du was, ist auch egal. Ich will nur ins Bett und 1000 Stunden schlafen. Diejenigen unter uns, die ihn besonders gut kannten, haben oft über ihn gesprochen. Vor allem über die Nummer, die er abgezogen hat. Wir lachen gerne darüber. Manchmal macht es uns allerdings traurig, dass Randy weg ist. Ich sag mir dann immer, einige Vögel sind nicht dafür geschaffen, eingesperrt zu werden. Sie haben ein zu glänzendes Gefieder. Und wenn sie davonfliegen, dann jubelt der Teil in mir, der weiß, dass es eine Sünde war, sie einzusperren. Und dennoch ist es da, wo man lebt, trauriger und leerer, wenn sie weg sind. Um ehrlich zu sein, mein Freund fehlt mir einfach. Magischer Ring, fuck you! Ich hab die Schnauze voll, ich gebe auf, okay? Ich lass das jemand anders machen, ich hab schon genug gelitten. Ich werd einfach lernen, mit dem Scheißfluch zu leben. Weil eins ist sicher, viel schlimmer kann's nicht werden. Mein Gott, es hat funktioniert! Ich bin immer noch frei! Mann, das ist der glücklichste Tag meines Lebens! Puh. Oh, was zum... Komm schon, echt jetzt? Fucking Armageddon? Das darf doch alles nicht wahr sein! Oh, super. Einfach super. Wie anders sollte man auch diese ganze Scheiß-Odyssee beenden als mit dem verdammten Scheiß-Weltuntergang? Schwefelregen, überall Lava und verfaulte Körper, soweit das Auge reicht, ganz nach meinem Geschmack. Da gehe ich jetzt nicht raus. Warum sollte ich einen Wecker mit rumschleppen? Schätze, Marconi schlägt zurück. Ja, lass mal stecken, okay. Ich bin tot. Ich würde dir ja einen guten Tag wünschen, aber sicher hast du schon festgestellt, dass an diesem Tag nichts Gutes ist. Aber, wow. Ja, was aber? Ist dir eigentlich klar, wie viel Arbeit heute auf mich wartet? Und alles wegen dir? Die Hölle läuft über und der Papierkram stapelt sich bei mir bis zur Decke. Vielen Dank, Kumpel. Aber ich... Aber ich... Was willst du mir damit sagen? Du bist hier wegen meinem Traum, oder? Wovon um alles in der Welt redest du? Naja, ich hab da immer diesen Albtraum, wo du kommst, um mein Waschbecken zu reparieren und dann willst du meine Seele als Bezahlung. Und wie sollte ich irgendwas über deine nächtlichen Träume wissen? Glaubst du, ich bin so eine Art perverser Spanner, der auf die Träume anderer Leute abfährt? Ich bin doch nicht der Weihnachtsmann. Na gut, okay. Aber was geht hier gerade ab? Was glaubst denn du? Das ist der scheiß Weltuntergang. Zufrieden? Warum sollte ich zufrieden sein? Du versuchst mir also klarzumachen, dass derjenige, der für das jüngste Gericht verantwortlich ist, nicht mal weiß, was er angerichtet hat. Ich soll dafür verantwortlich sein? Ich hab doch nur geschlafen. So einfach ist die Sache nicht. Du hast das Raum-Zeit-Kontinuum einmal zu oft verändert und die Realität bricht auseinander.
Wir sind hier, um das System zu rebooten. Weißt du, einfach von vorne anfangen. Was heißt denn wir? Du weißt schon, wir im Sinne von ich und meine Brüder und dieser Charakter. Hey Mann, der Tod hat mich mitgenommen. Matt, du lebst. Ja, hast du ein bisschen Knuspermüsli, Kumpel? Schön, dich zu sehen, Mann. Das ist schon so lange her. Klar, Mann. Also, was ging letzte Nacht? Hast du die Braut rumgekriegt? Was für eine Braut? Du weißt schon, die von der Show. Ich fühle mich, als wäre Sonntag Ewigkeiten her. Du bist so ein Schlappschwanz, Randall. Ein paar Bier und du weißt nicht mehr, was du letzten Abend angestellt hast. Ja, weißt du, ist nicht leicht, mit dir mitzuhalten. Ach, entspann dich. Das Mädel war sowieso nicht deine Kragenweite, Alter. Die war sowieso mehr an ihrem Esel interessiert. Also, wie sieht's aus? Müsli? Klar, aber bist du sicher, dass es dir gut geht? Warum auch nicht? Obwohl, jetzt wo du es sagst, du warst derjenige, der ein bisschen komisch aussah. Man hätte glauben können, du wärst gerade aus dem Knast ausgebrochen mit dem orangefarbenen Pyjama. Meine Herren, verschieben wir doch die Pyjama-Party auf später, ja? Entschuldigung, Mr. Tod. So, meine lieben Jungs, ich habe mit euch zwei schon genug Zeit verspielt. Das Kolosseum wird nicht von alleine in sich zusammenfallen, müsst ihr wissen. Naja, vielleicht doch. Ich habe jedenfalls eine Menge zu tun. Seelen ernten, Städte zerstören, Körper versengen, das volle apokalyptische Programm eben. Prinzipiell alles und jeden exterminieren, außer euch zwei beiden. Okay, aber was haben wir denn mit dem Ganzen zu tun? Er ist fast ebenso schuld wie du. Ihr wartet hier, bis ich mit der Apokalypse durch bin. Dann wird euch die Steuerbehörde für all eure Vergehen bestrafen. Die Steuerbehörde? Kann ich fernsehen? Wie oft soll ich noch sagen, dass du nicht immer irgendwelchen Unsinn auf dem Shoppingkanal bestellen sollst? Warte mal noch einen Moment. Ich hab da noch ein paar Fragen. Dann mach mal hin. Meine Brüder warten auf mich. Matt und ich werden die letzten Menschen auf Erden sein? Exakt. Oh, so wie in der einen Folge von Twilight Zone. Die mit dem Mann, der so gerne Bücher liest. Oh, der Typ, dem am Schluss die Brille kaputt geht. Eben die. Mann, was für eine Scheiße, was? Ach, eine ziemliche Scheiße. Es sei denn, er konnte Blindenschrift. Ich bin ja nicht gerne Spielverderber, aber ich persönlich würde lieber auf schmerzhafteste Weise sterben, als auch nur 2 Minuten mit den Pennern von der Steuerbehörde zu verbringen. Ha! Wir haben den ADAC überlebt. Wir sind härter drauf, als du glaubst. Tja, genau genommen haben wir den ADAC sogar abgefackelt. Aber wir haben es überlebt, stimmt's? Mal sehen. Ich weiß nicht, was die Steuerbehörde damit zu tun hat, aber ehrlich gesagt ist mir das auch völlig egal. Aber du musst das verstehen, ich hab ja gar nichts gemacht. Ich bin bloß das Opfer eines fürchterlichen Fluchs, der mich zwingt, denselben Tag immer und immer wieder zu durchleiden. Also glaub mir, wenn ich an der Situation irgendwas ändern könnte, hätte ich's schon längst getan. Ich weiß einfach nicht mehr weiter. Du wirst hier warten, bis ich auch die letzte Spur von Leben auf der Erde vernichtet habe. Okay, okay, warte mal, Mann, warte. Willst du damit sagen, dass der Typ allen Ernstes und wirklich der Sensenmann ist? Wenn du nicht die ganze Zeit deine Fresse im Müsli hättest, wäre dir das sicher auch schon aufgefallen. Pff, weiß nicht, sieht für mich aus wie ein Irrer in einem Kostüm. Und du meinst nicht, dass all die Leichen und das ganze Feuer irgendwie merkwürdig sind? Jetzt, wo du es sagst, kommt das Puzzle allmählich zusammen. Aber du kennst mich ja, heute ist Montag und normalerweise brauche ich bis Donnerstag, um mich vom Wochenende zu erholen. Entschuldigt bitte, aber seid ihr bald fertig? Moment mal. Irgendwas stimmt hier nicht. Seit wann zieht sich Matt den Shoppingkanal rein? Hab ich schon immer. Wenn man die Realität verändert, hat das Konsequenzen. Ich habe nur eine Notlösung installiert. Du und der Typ mit der Brille hat das Raumzeitkontinuum einfach zu oft verändert. Was genau verändert denn das Raumzeitkontinuum? Und was hat das alles mit dem Shoppingkanal zu tun? Alles. Jeden Tag wird die Geschichte neu geschrieben und alles muss im Einklang sein. Du hast erst versucht, alles wieder hinzubiegen, aber du hast dich zu sehr darauf konzentriert, eine wichtige Figur zu werden. Du bist das eigentliche Problem jahrelang nicht angegangen. Das stimmt doch gar nicht. Ich saß im Knast. Was zur Hölle sollte ich denn machen? Ein Wunder, dass ich überhaupt fliehen konnte. Geht's hier um eine neue Fernsehsendung oder was? Jeden einzelnen Tag, den du drin verbracht hast, hatte ich eine Verabredung mit deinem berühmten Freund hier.
Aber alles wäre nicht passiert. Wäre da nicht ein kleines Detail? Dein Freund hier ist völlig versessen auf eine bestimmte Produktlinie. Es geht um den Shoppingkanal, stimmt's? Du meinst die Wonder Magic 9000 Serie, oder? Oh, da stehe ich voll drauf. Eben die. Wonder Magic Industries wurde größer und größer. Alles nur, um die Nachfrage zu befriedigen und um Matthew Griffin dabei behilflich zu sein, sie umzubringen. Hat er gerade gesagt, Matthew Griffin dabei behilflich zu sein, sich umzubringen? Aber das eigentliche Problem kam erst ein paar Monate später. Wenn man jeden Tag ein neues Produkt auf den Markt bringt, hat man bald keine Idee mehr. Also war am Ende der Shoppingkanal voll von nutzlosen Produkten, die außer Matt nie jemand kaufen würde. Okay, ich glaube, jetzt verstehe ich die Sache mit dem Shoppingkanal. Aber Matt sieht eigentlich ganz normal aus. Er ist etwas weggedreht im Vergleich zum letzten Mal, als ich ihn gesehen habe, aber sonst sieht er sogar ganz gut aus. Ach, dein Freund ist kein Problem mehr. Es ist erledigt. Obwohl er sich an das eine oder andere vielleicht nicht mehr erinnern wird. Ja, denn das ist ja dann nichts Neues. Warum redet ihr über mich, als wäre ich gar nicht da? Ich komme euch in ein paar Stunden abholen. Denkt nicht mal daran, diese Wohnung zu verlassen. Warte, aber... Kein Aber. Genug gequatscht. Ich bin wegen dir sowieso schon spät dran, weißt du? Bald werdet ihr beiden die letzten Lebewesen auf diesem Planeten sein. Benehmt euch also. Was für eine merkwürdige Situation, was? Merkwürdige Situation? Na dann schau mal aus dem Fenster, da läuft gerade die verdammte Scheiß-Apokalypse! Ja, sieht so aus. Frag mich, was da wohl passiert ist. Du meinst, das weißt du nicht? Alter, Tod höchstpersönlich hat dich eben hergebracht. Hast du uns überhaupt nicht zugehört? Puh, nicht so richtig. Er hat was vom Shoppingkanal gesagt, also dachte ich, der will dir irgendwas verkaufen. Ah, verdammt, Matt, wir haben's verschissen. Wir haben's aber mal so richtig verschissen, Alter. Aber wie kann das denn überhaupt unsere Schuld sein? Wie zum Geier haben wir es geschafft, das Ende der Welt heraufzubeschwören? Waren wir echt so besoffen? Ja, klar waren wir besoffen. Aber glaub mir, das ist der schlimmste Kater aller Zeiten. Ich weiß, wie es dir geht, Mann. Aber ich habe ein Heilmittel für all deine Wehwehchen. Wir brauchen nur etwas Milch, Müsli und den Shoppingkanal. Du kannst dir nicht vorstellen, was für einen Müll man da kaufen kann. Ist wirklich irre. Es gibt nichts Besseres an einem Feiertag. Heute ist kein Feiertag, heute ist Montag. Ich weiß, aber scheiß drauf. Wenn Washingtons Geburtstag ein Feiertag sein kann, dann ja wohl auch die Apokalypse, oder? Ja, wenn man es so sieht. Siehste? Dann mal los. Okay, machen wir es uns gemütlich. Okay, das darf ich nicht. Warum sollte ich die erstickende Hitze und die apokalyptischen Hymnen in mein Zimmer lassen? Brauche ich nicht, mein Lebensbalken ist voll. Es hilft sicher nicht, sich grün anzuziehen und sich auf die Suche nach dem Triforce zu machen. Jetzt gerade nicht. Seht den wichtigsten Einrichtungsgegenstand im ganzen Haus. Ohne ihn wäre ich verloren. Wie könnte ich sonst meine Filme genießen? Preiset den Herrn für ungeschützte WLAN-Verbindungen. Kann ich nicht machen, Amigo. Da klebt irgendwas die Tür zu. Hier mache ich nicht sauber. Mortimer ist dran. Mortimer ist immer dran. Ja, später vielleicht. Hey, man soll kein Wasser verschwenden. Mein Mitbewohner ist ein totaler Psycho.
Spinn ich oder ist das eine von diesen Opferdolchen? Verdammt, wenn ich den Dolch loslasse, bewegt sich der Kamin wieder in die Ausgangsposition. Der Schlüssel zur Speisekammer in der Küche. Das ist Metz Kaffeetasse. Eins der Päckchen Nikotinkaugummis. Das ist keine gute Idee. Warum zum Geier sollte ich die Socke mitnehmen? Die bleibt schön da liegen. Da gehe ich jetzt nicht raus. Ich gehe Leuten nicht gern auf die Nerven. Ich kann jetzt nicht mit dem Fahrstuhl spielen. Außerdem macht mir das Ding Gänsehaut. Und dann sagt sie, sie bräuchte jemanden, der reifer ist. Also echt, ich bin eine Million Jahre alt oder so. Was zum Teufel? Ich hab dir doch gesagt, du sollst in der Wohnung bleiben. Oh shit, stimmt ja. Bringst du mich jetzt um? Tja, sollten wir eigentlich. Ist das der Taschendieb? Ja. Na, mein Junge, glaubst du, du kannst einfach so rumlaufen und dir Sachen nehmen, die dir nicht gehören? Bringen wir ihm etwas Respekt vor dem Eigentum anderer bei, ja? Komm schon, Hungersnot, du bist dran. Ach, komm schon. Du musst ihm doch nur die Hand abhacken. Ist doch nichts dabei. Ja, klar, ist jetzt Mittagspause. Aber ist doch egal. Das dauert nur eine Sekunde und der Junge hat den Rest seines Lebens dir zu danken. Mittagessen ist die wichtigste Mahlzeit des Tages. Also ich zisch mal los und besorge ein paar Tacos und eine Limo. Moment mal, junger Mann. Du gehst nirgends hin, bis wir nicht entschieden haben, was wir mit dir machen. Und wenn ich einen Attest habe, dass ich akut an Kleptomanie leide? Was zur Hölle soll denn das heißen? Es ist uns egal, was dein Psychiater sagt, du Trottel. Nein, Hungersnot, ich hab deinen Unterkiefer nirgends gesehen. Und du bist auch nicht der Einzige, der hier Hunger hat. Wir könnten alle den Happen vertragen. Was? Seit wann muss ich mich ums Mittagessen kümmern? Tja, das ist ja nett, dass du den Müll runtergebracht hast. Aber das macht mich lange noch nicht zur Mittagsfee. Brüder, streitet nicht. Die Lösung des Problems steht direkt vor euch und mit einem besonders blöden Gesichtsausdruck. Ich? Er? Warum nicht? Ich hab Hunger. Mir gefällt das irgendwie alles nicht. Ja, warum denn nicht? Ja, weil ihr Hunger habt und mich wohl auffressen wollt. Da hast du natürlich recht. Was? Nein, es muss da noch eine andere Lösung geben. Hör zu, Junge, ist schon klar. Du willst nicht gefressen werden. Aber schlimmer als die Zerstörung allen Lebens auf der Erde ist die Zerstörung allen Lebens auf der Erde, während Hungersnot die ganze Zeit am Jammern ist, was für ein Kohldampf er hat. Nimm's nicht persönlich. Da hast du recht. Er ist ein verdammter Taschendieb. Also ist das persönlich? Ihr könnt mich nicht fressen. Die Typen von der Steuerbehörde wollen mich richten. Stimmt's, Mr. Tod? Oh, Mr. Stimmt. Obwohl, wenn wir dich jetzt fressen, haben sie nachher weniger Papierkram. Hey, warte mal. Glaubst du nicht, der Boss wird dann sauer? Vermutlich. Aber die wird auch sauer, wenn sie uns sieht, während wir uns hier in vollen Lenz machen. Aber irgendwas müssen wir doch essen. Das ist ein Grundbedürfnis. Wir sind auch nur Menschen. Nein, sind wir nicht. Oh, stimmt, ja. Kann mal jemand Hungersnot seinen Unterkiefer geben? Das Genuschel macht mich fertig. Sei doch kein Spielverderber. Ich find's rasend komisch. Tut mir leid, wenn ich unterbreche, aber ich glaube, ihr habt euren Boss vorhin mal erwähnt. Ja,
Und? Kann ich die mal sprechen? Ich glaube nämlich, dass das alles nur ein Missverständnis ist und ich... Oh, glaub mir. Mit der willst du nicht reden. Verstehe. Aber ich muss darauf bestehen. Ist mir egal, ob euer Boss eine irre, perverse Höllenschlampe ist. Wir haben eine Menge zu besprechen. Ehrlich, mir wär's egal, wenn sich euer Boss als eine Art monströses, widerliches Schlammwesen herausstellt, das wie Marconi stinkt. Oh, Scheiße. Sie steht direkt hinter mir, stimmt's? Na, sieh mal einer an. Wen haben wir denn da? Wenn das mal nicht Randall Hicks ist. Der beste aller denkbaren Freunde. Der Ringdieb, der Raumzeitgefangene, der gefürchtetste Insasse aller Gefängnisse. Und natürlich... mein Ex-Verlobter. Wie geht's denn so? Hey, sieh dir das an! Die kennen sich! Sally? Ist das so eine Art M. Night Shyamalan-Plot-Twist? Was hat das zu bedeuten? Das bedeutet, dass ich gewonnen habe. Der Ring ist mein. Hey, Boss, wir machen nur eine kleine Pause hier. Du warst auch hinter dem Ring her? Bist du eigentlich völlig verblödet oder was? Natürlich wollte ich den Ring. Ich bin die Braut. Okay. Na, das ergibt Sinn. Ich fange noch mal anders an. Wie laufen denn die Hochzeitsvorbereitungen? Tja, im Moment bin ich etwas sauer, um ehrlich zu sein. Man hat mir versprochen, dass diese Jungs hier das Beste wären, das man auftreiben kann. Aber jetzt stehen die da nur rum. Wenn man eine ordentliche Apokalypse haben will, muss man die wohl selbst besorgen, wie es aussieht. Wir machen hier nur Mittagspause, Boss. Wir sind gleich wieder voll dabei. Das solltet ihr auch. Sally, ich pack das alles nicht. Ich muss wissen, was los ist. Ist das nicht offensichtlich? Das ist das Ende der Welt. Du hast mit deinen ständigen Raum-Zeit-Veränderungen alles in Gang gesetzt und ich bin die Königin in dem ganzen Schlamassel. Wenn ich schon keine Hochzeit kriegen kann, will ich wenigstens eine schöne Apokalypse haben. Aber wer sagt denn, dass du keine Hochzeit haben kannst? Matt sitzt in diesem Moment auf meinem Sofa und stirbt vor Vorfreude, dich zu sehen. Stirbt vor Vorfreude? Ja, wirklich witzig, Randall. Was ist es denn diesmal? Hat er sich mit einem Pizzaroller den Kopf abgetrennt? Nein, nein, ganz und gar nicht. Er lebt und er vermisst dich fürchterlich. Das stimmt, Boss. Wir haben uns bereits um die Griffin-Sache gekümmert. Gute Arbeit, aber leider zu spät. Ich will mich nun nicht mehr binden, das war mal. Ich bin jung und mächtig. Ich will mein Leben genießen. Wisst ihr eigentlich, wie langweilig das ist, jahrelang immer wieder die gleiche Leiche in der Küche vorzufinden? Tja, eine Ehe ist so ähnlich. Aber ich werde jetzt den Ring für etwas anderes benutzen. Verstehe, aber... du weißt schon, dass der verflucht ist, oder? Wieder falsch, Randall. Man muss nur lernen, mit seiner Macht umzugehen. Sieht aber nicht gerade so aus, als wärst du dabei besonders erfolgreich. Was? Ich bin sicher, eine Party wie die hier hast du noch nie erlebt. Stimmt schon, aber ich kenne dich, Sally. Und du hast ja noch nie was aus dieser ganzen Apokalypse-Scheiße gemacht. Du bist verletzt und ehrlich gesagt weiß ich nicht mal warum. Ich? Verletzt? Wie kommst du auf die Idee? Tja, weiß nicht. Die ganze Lava, der ständige Schwefelgestank sprechende Skelette. Aber vor allem spüre ich bei dir so eine gewisse Anspannung. Gut beobachtet. Aber du verstehst nicht richtig. Wie meinst du das? Lass es einfach. Wenn du nicht mal verstehst, was los ist, lass es einfach. Eben, Junge. Lass es lieber. Ein Scheiß für dich. Was habe ich da verpasst? Verdammt, Randall. Wie kann man nur so blöd sein? Ich hab dich gewarnt. Was hast du erwartet? Du dachtest, all das würde sich auf irgendeine Art und Weise in Wohlgefallen auflösen? Einfach den Ring zurückbekommen und so tun, als sei nichts passiert? Du hast meinen Hochzeitstag versaut. Du hast den wichtigsten Tag meines ganzen verdammten Scheißlebens auf dem Gewissen. Was hast du denn erwartet, du selbstsüchtiges Arschloch? Sieh mal, es tut mir ehrlich leid, aber glaubst du nicht, dass die Apokalypse ein bisschen zu weit geht? Das tue ich mit Sicherheit nicht. Die Braut lässt sich nicht ficken. Sie steht genau vor dir. Sally, der Ring ist wirklich böse. Nimm den lieber ab. Böse? Und was glaubst du, bin ich? Der Ring hat dich verändert. Mag sein.
Aber ganz offensichtlich zum Besseren. Überhaupt nicht. Die Sally, die ich kannte, würde die Scheiße aus dir rausprügeln. Oh, da habe ich aber Angst. Grüß sie von mir, wenn du sie siehst. Und grüß auch den blöden Penner, der Matt den Ring gegeben hat. Dank euch beiden gehört die Welt jetzt mir. Ha, ha, ha. Moment mal. Wie kannst du das wissen? Ach, komm schon, ich weiß alles. Ich hatte schon ein Auge auf den Ring geworfen, seit Matt ihn von diesem stinkenden Penner bekommen hatte. Matts Geldbeutel konnte vor mir nie irgendwelche Geheimnisse verbergen. Ich habe den jeden Abend durchsucht, seit wir zusammen waren, um sicherzugehen, dass er nicht das gesamte Geld für Schnaps und Abwaschtattoos rauswirft. Das kann ich nicht gutheißen, aber erzähl weiter. Die Sache ist die. Eines Tages fand ich den Ring und ich habe mich verliebt. Vom ersten Augenblick an wollte ich ihn haben. Aber dann kamst du und hast deinem besten Freund den Geldbeutel geklaut, hast seine Hochzeit ruiniert und ihn über 2000 Mal in den Selbstmord getrieben. Du kennst die Geschichte ja. Aber am allerwichtigsten ist, dass trotz allem jetzt ich den Ring besitze. Ist das nicht toll? Oh ja, klar, toll. Einfach super. Sieh dich um. Es wird sogar immer besser. Aber sicher. Meine hingebungsvollen Untergebenen werden schon dafür sorgen. Wir? Aber das verstehe ich nicht. Warum lassen die sich von dir kontrollieren? Hat sie uns gerade Untergebene genannt? Verstehst du denn nicht? Sie fürchten mich. Sie wissen, dass man mich lieber nicht erzürnt oder sie verlieren ihre Köpfe. Ach komm schon, du warst ein guter Mensch. Du hast sogar Kleider gespendet und so. Du Narr. Ich bin nicht die Sally, die du kanntest. Oh, jetzt verstehe ich. Du hast deine Tage, stimmt's? Okay, entspann dich und ich hol dir ein Eis. Was für eine Sorte darf's denn sein? Was hast du gerade gesagt? Antworte nicht. Das ist eine Falle. Tja, also du hast ja wohl deine... Naja, die Kommunisten marschieren ein, die Ampeln stehen auf Rot, die Maler sind im Ölwechsel, du weißt schon. Oh Mann. Oh, oh. Wie gefällt dir mein neuer Look, Randall?